So, servus Jungs und Mädels, es geht weiter in der Reise. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, Reinhard und ich sind auf einem kleinen Klippenspringen Urlaub. Trainiert wird natürlich auch, gegessen wird auch, also alles eigentlich Standard, nur nicht arbeiten, stattdessen die Welt erkunden und Klippenspringen. Vielleicht habt ihr ja schon das erste Video gesehen von der Tour, das ist nämlich beim Ride94 auf dem Kanal. Ja, und ich mache jetzt quasi den zweiten Teil der Tour. Wir sind gerade eben aufgewacht, hier irgendwo in Kroatien an einem Fußballplatz. Hier schläft sich's ganz gut und jetzt gibt's Frühstück und dann werden wir zu dem ersten Spot schauen. Seid gespannt. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, wie wir stark sind zum Springen. Magerquark mit bisschen Wasser und Süßstoff hilft nichts. Was gibt's beim Chef? Bei mir gibt's Haferflocken. Dann ein paar Nüsse rein. Auch hier einen sensationellen Joghurt. Wie griechischer Joghurt, eigentlich auch wie Magerquark. So sieht's aus. Gut, hauen wir uns jetzt ein. See me fall, Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white tree on my body. I'm an icon. Golazo. Jetzt haben wir den Ball verschossen, jetzt geht's los, oder? Wir? Ich. Jetzt. Ich würde sagen, packen wir's ab zum Spot. Ab zum Spot. Hallo, wir sind da. Da ist das Ding, der Thunfischturm. Oder so ähnlich. Hier riecht es doch ziemlich nach Fisch. Wir sind da. Richtiger Holzmast hier raus. Mit Rope Swing. Keine Ahnung wie hoch. 14 schätzungsweise vielleicht. Schauen wir mal. Hier auch sehr wahnsinnige Stufen. Aber schaut nicht schlecht aus. Ich würde sagen, Wassertiefe checken und dann rein ins Wasser. Schaut euch das an. Sieht schon sehr cool aus, dieser Turm. Mit der Stadt und dem Meer. Sensationell. Schwing ein. Uiuiui. Meine frischen Socken. Da sind wir. Jetzt sind wir umgezogen. Im Neo drin. Jetzt müssen wir erstmal abtauchen. Das übernimmt hier der liebe Reinhard. Ich bin schon ein bisschen akklimatisiert. Den Kopf mal ins kühle Nass gesteckt. Es ist erfrischend. Ich mache hier einen Backspin zum Abtauchen. Zehn von zehn. Also für den Rope Swing langt's. Jetzt schauen wir mal da draußen noch. Also du hast weit über 5 Meter. Ja, das reicht. Gera. Gut, dann fangen wir an. Jetzt machen wir uns erstmal ein bisschen mit dem Rope Swing warm und dann gehen wir auf den Turm hoch und hauen uns da runter. Mit einem coolen Trick. Vielleicht. Ciao. I can't
Ey, die Fans. Da hast du dir fett Applaus von den Locals eingesahnt. Schön, oder? Naja, die waren begeistert. Aber so ein wackeliges Ding, ey. Sehr abartig. Hätte ich nicht gedacht. Von unten schaut es schon echt stabil aus. Es ist ja voll einbetoniert mit Seilen und alles. Aber erstens, umso weiter es hoch geht, umso wackeliger werden diese Stufen. Ja, die sind nur mit Nägeln reingeschlagen und nicht gut. Und umso weiter oben werden auch wird der Stamm dünner und alles wackelt wie Sau. Also ich glaube, das war der erste und der letzte Schwung. Also ist schon machbar, aber nicht so geil. Was sagst du noch zur Höhe? Was denkst du, wie hat es sich angefühlt, nach wie vielen Metern? Ja, ich glaube, so 14 kommt gut hin. Aber ja, ging schon. Impact war okay. Mit meinem Reinhard geht's weiter. Ja, schauen wir mal, ob es mich aushält. Aber wir haben uns gestern im Fitness gewogen und da waren wir nicht weit auseinander, da Hannes und ich. Deswegen bin ich guter Dinge, dass auch die 1-2 Kilo, die ich mehr habe, auch noch ausgehalten werden. Ja, das packt da der Turm. Wird schon werden. Im Vergleich zu Hannes habe ich mir das angeschaut und ich dachte mir, ja, Oberfläche sieht man nicht gut, nehmen wir Steine mit. Das ist schlau. Genau, werde ich dann vorm Sprung werfen, dann sollte ich bestenfalls auch was sehen. Also ich habe echt gar nichts gesehen. Ich dachte mir, ja. Also gar nichts. Ich habe mal runtergespuckt, aber das bringt halt auch nichts. Nee. Ja gut. Und dann Backflip, Barani. Backflip, einfach reinfallen lassen, umkippen. Soll schon was werden. Soll schön. Kamera ist dabei. Ich stelle die Kamera hier auf, mit der ich filme, und gehe auch ins Wasser und dann kommt ein krasser aus dem Wasser Shot. So, überlebt. Gerade so. Also wie Hannes schon gesagt hat, boah, das Ding wackelt vor allem ab der Hälfte dann extremst. Und auch die Latten werden gefühlt immer lockerer. Ja, angenehm ist anders. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Und deswegen gibt es noch einen zweiten Sprung von dir, oder? Den machen wir gleich nochmal. Ich war mit dem POV nicht so zufrieden. Man hat viel Körper gesehen, wenig irgendwas anderes. Müssen wir nochmal rauf. Machen wir gleich nochmal. Hilft nichts. Jetzt kam er her zu dir, wo du deinen Sprung gemacht hast. Ja, jetzt wollte er dich. Endlich konnte ich ein bisschen streicheln. Jetzt hast du es ihm bewiesen. Ja, da musste ich erst qualifizieren, dass du den Boxer streicheln kannst. Ah ja, es hat sich gelohnt. Sprung super absolviert. Bisschen die Handfläche draus gelassen. Ist auch jetzt ein bisschen rot. Sieht man, oder? Oh ja. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ab und zu, wenn ich halt klares Wasser habe, nicht so gut sehe, dann mache ich den hier. Bloß weg hier. Sicher. Sicher, ja. Aber der passt. Also, wieder umgezogen, das war's von dem Spot hier. Wackeliger Turm, war ganz cool, war eine nette Action am Vormittag. Jetzt haben wir es 12 mittlerweile, nur als kleine Randinfo. Jetzt gibt's mal ein bisschen was zum Schnabulieren, dass wir auch gestärkt werden. Und dann geht's zum nächsten Spot, ein kleiner Sprungturm im Wasser. Jetzt gibt's Verpflegung, hier eine Avocado, Kiwi, 4 Eier, Karotte, dass wir hier wieder in den Tag starten können. Action. Also, nach einer Stunde später sind wir am nächsten Spot. Hier. Seht ihr das? Ein Sprungturm im Wasser, im Meer. Und ich denke, da werden wir uns jetzt schön einjodeln. 5 Meter, 3 Meter, circa, denke ich jetzt mal. Jetzt ziehen wir uns ein Neo an, laufen nochmal, also wir laufen erst zurück, ziehen uns ein Neo an, laufen dann wieder hierher und dann springen wir schön. Und machen ein paar Basics wieder vielleicht. Weil das ist eine ganz nette Höhe mit gutem Absprung. Ich glaube, da kann man viel mal wieder ein bisschen üben, um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Das ist es. Da hinten ist übrigens auch noch mal so ein Turm. Oh ja, stimmt. Cool, so, oder? So ein wackeliger Scheiß. Nee, war schon okay. Aber oh, die Sonne kommt. Übrigens auch ganz nett hier, oder? Kann man lassen. Kann man sich das ein oder andere Bier reinstellen.
So schaut's aus. Nein, wir trinken hier nicht auf dem Kanal. Wir essen eine Schokokuh. Also gut. Da sind wir wieder, zurück im Auto. Der Turm wurde gut gesprungen. Das ist aber kein Deutsch. Der Turm, den haben wir jetzt hinter uns gebracht. War cool, die Sprünge haben wir gemacht. War cool, war nett. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir suchen jetzt ein bisschen einen Einkaufsladen, um wieder ein bisschen die Essensvorräte aufzufüllen. Und dann ein bisschen Videos schneiden in einem Café. Und am Abend werden wir ein bisschen Brotzeiten. Und dann wird es für heute auch gewesen sein. Hau rein, Chef. So. Hey, hey. Oh, oh, hey. Das war ich. Also, so schnell geht's. Der nächste Tag ist angebrochen. Gestern konnten wir nicht mehr einkaufen gehen, weil es war Feiertag. Schade. Aber wir sind dafür essen gegangen, habt's ja gesehen. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier auf so einem wunderschönen kleinen Sprungturm. Aber den werden wir nicht mitnehmen, weil er ist nur klein. Und wir hatten gestern schon einen Sprungturm, das ist jetzt das gleiche, das brauchen wir nicht nochmal. Deutscher TÜV sagt nein, weil das Geländer hier ist alles andere als sicher. Also ich fühle mich hier sehr unwohl. Kroatisch hier nicht mehr ganz so sensationell gut befestigt. Da sehe ich große Gefahr, ganz große Gefahr. Also man sollte hier nicht so viel Vertrauen dem Ganzen schenken. So, jetzt ist es wieder besser. Ist jetzt wieder drin. Jetzt haben wir es repariert. Hast du eingebaut? Ja. Hier war anscheinend auch schon mal eins. War einmal. Hier überall. Wurde fachmännisch demontiert, das Ganze. Auch hier bei der Leiter. Treppe meine ich. Ja, das braucht hier keiner. Vielleicht so Aerodynamik wird das sein. Ganz genau. Nächster Spot. Jetzt eine schöne Bucht mit einem verlassenen Boot am Schluss sogar noch. Also kein verlassenes Boot, ein versunkenes Boot meine ich. Davor sind ein paar Klippen, schön ins Meer. Da gehen wir jetzt hin. Jetzt gibt es ein schönes GoPro-Edit. Schaut's einfach zu, haut's rein. I'm just as fucked up as they say. I can't fake the daytime. I found an entrance to escape into the dark. It's an artificial nocturne. It's an outsider's escape for a broken heart. We hide out in the back like shadows in a stranger's dream. Hiding out in the back together. In the back forever. I make all that I believe in dreams so real. Babe, hiermit ist der Tag auch beendet. Also, das war's. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen. Vielleicht nur so ein bisschen. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da, gell? So schaut's aus. Und jetzt
nicht verwundern, wir sind ja jetzt gerade hier im Urlaub, aber das nächste Video vom Urlaub kommt natürlich hier wieder vom Chef. Moin Meister. Rede 94, ihr wisst Bescheid. Aber das nächste Video am Sonntag, also heute ist Sonntag, ihr seht das Video vermutlich am Sonntag oder am Freitag vielleicht sogar, ich weiß es nicht ganz genau, sehen wir dann. Aber das nächste Video wird kein Sprungvideo vom Urlaub hier sein, sondern ein Kraftraumvideo. Ich werde es da immer ein bisschen hin und her wechseln, also nächsten Sonntag, oder nein, nächsten Freitag bei Rede vorbeischauen, da kommt das nächste Video von der Tour hier. Aber bei mir am Sonntag kommt dann ein Kraftraumvideo, weil ich war auch davor schon ein bisschen fleißig, habe jedes Training einmal aufgenommen. Heißt, jeden einzelnen Trainingstag habe ich aufgenommen, weil ja Diätende war, um einfach nochmal zu sehen, was so ging. Jetzt am Tiefpunkt von den Kalorien her, was ging, wie viele Wiederholungen. Und da kommt einfach so diese Raw-Trainingsvideos abwechselnd mit der Tour hier vom Klippenspringen. Genau, das ist es. Also, frohe Weihnachten. Haut rein. Frohe Weihnachten. Anfänger. Let's go! Jetzt der Verein. Das ist eben einig. Geht's noch. Das ist so praktisch.